Servus Leute, zu einem neuen Video. Heute geht's wieder weiter. M2 G87. Wir machen heute einen schönen Vergleich für euch. Hinter uns natürlich schon ein Fahrzeug, sonst wird es schwierig ohne. Wir zeigen euch in dem Video einfach Carbonteile. Einmal M-Performance Parts an das Fahrzeug ran, einfach mal vorher, nachher. Wir nehmen unseren als guten Vergleich, dann hat man ein serienmäßiges Fahrzeug neben einem nicht serienmäßigen Fahrzeug. Und beides sind, glaube ich, komplett gleich, bis jetzt dann auf die Carbonteile. Ich denke, da können wir was Schönes machen, also bleibt dran. Der Jackson schraubt schon hinter mir, ganz fleißig. Wir sehen uns dann gleich wieder. Kurze Werbung für unsere Aulitzki-App. Du hast einen BMW-Benziner, hast eine Softwareoptimierung von uns schon auf deinem Fahrzeug oder möchtest eine Softwareoptimierung individuell von uns haben, dann ist die Aulitzki-App genau das Richtige für dich. Wir können neben der Optimierung auch noch Fehlerspeicher lesen und löschen von sämtlichen Steuergeräten, die dein Fahrzeug besitzt, können den Fehlerspeicher auslesen, uns übermitteln oder direkt Motor und Getriebe programmieren. Wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch gerne bei uns, entweder telefonisch, per E-Mail oder schaut in unseren Online-Shop vorbei, da sind auch alle Preise hinterlegt. Werbung Ende! So, also, der Umbau ist fertig, die M-Performance-Parts sind verbaut. Wir haben gesagt, wir stellen jetzt mal einfach die zwei Autos nebeneinander, quatschen da mal kurz drüber, was wir jetzt alles hingebaut haben. Wo liegt der Unterschied? Man sieht es ja relativ schnell, wenn wir den originalen M2 mit dem umgebauten M2 vergleichen. Ich habe gesagt, wir starten mal vorne. Vorne haben wir ja die, ich sage jetzt mal, Frontlippe da hingebaut. Bestehend aus der ganzen Frontpartie da unten entlang. Das sieht man ja schön seitlich hier anfangend. Von den seitlichen Ecken würde ich jetzt mal sagen hier zu dem Mittelteil und auf der anderen Seite drüben genau das gleiche. Ja, für dich jetzt nicht extrem übertrieben, wenn man sich da jetzt die Front so anguckt von dem Originalen und jetzt hier, wenn da unten ein bisschen was dran ist, dann kommt es eigentlich schon ein so rüber, dass hier irgendwas fehlen würde. Also ist halt jetzt ein Originalteil. Ich bin gespannt, was im Zubehör noch alles entsteht. Ja, fährt wieder so ein Kracher vorbei von 1800. Ja, könnte man auf jeden Fall denken, dass beim Original schon was fehlt. Was dann halt noch im Zubehör kommt oder quasi im After-Sales-Bereich, wenn dann noch irgendwelche Hersteller was machen, bin ich gespannt. Also ich denke, so eine schöne Frontlippe da unten durchgehend kommt bestimmt mega gut auf jeden Fall, aber das ist jetzt mal für den Anfang auf jeden Fall was ich da sehen lassen kann an der Front. Dann gucken wir uns mal noch die Seite an, da gibt es ja gleich zwei Sachen seitlich. Hier haben wir die schönen Carbon-Spiegelkappen, da lässt sich drum streiten, ich finde es cool. Gibt es bestimmt aber auch andere Meinungen, die sagen, ich habe lieber Original-Wagenfarbe. Ich finde halt, es passt ganz gut, wir haben jetzt da vorne was, wir haben es hier an den Spiegelkappen wieder aufgegriffen. Das Dach oben ist ja sowieso aus Carbon. Also passend auch gleich zum Dach, was ja schon ab Werk so ist, haben wir hier jetzt die Spiegelkappen und vorne. Dann hat hier M-Performance an der Seite nicht den üblichen kompletten Schweller unten entlang, wie es das früher mal gab, sondern hier seitlich einfach, würde ich jetzt auch mal so sagen, so Finnen hier hinten hingemacht. Da oben sind die quasi hier verklebt, hat man vielleicht vorhin schon im Video gesehen. Da sind zwei Klebestreifen drauf. Ich bin gespannt, ob das so hält, ich bin da noch sehr kritisch. Hier original, wird man jetzt in dem Video nicht so sehen, ist schon eine Steinschlagfolierung dran. Ich glaube, es wäre sehr interessant auch für die Kunden, diese Teile, bevor man die komplett hinbaut, einmal komplett in Steinschlagschutzfolie noch komplett einpacken zu lassen, weil ich glaube, dass von hinten her hier relativ viel einprasseln wird, da hinten.
und da relativ schnell auch das Carbon wahrscheinlich Beschädigungen bekommt oder Steinschläge bekommt. Deswegen denke ich, hier so eine X-Pill-Folie drauf hat wahrscheinlich gar keinen Schaden, wenn man sowas gleich mal vorab mit einplant. Also wenn da einer Interesse hat und sagt, oh, will ich gleich mal komplett noch in X-Pill eingepackt haben, da haben wir den Pascal von LP-Foil, der macht sowas für uns. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Zurück zum Teil, es wird da unten schön verschraubt, da sind unten die Schraubpunkte dran, wird da unten drauf gesetzt, ist da hinten jetzt halt einfach nur so ein Schweif. Dann hätte ich gesagt, schauen wir mal da hinten noch weiter. An der Hinterseite gab es auch noch zwei kleine Änderungen. Ich glaube, dass es von M-Performance sogar noch mehr Teile gibt. Ich bilde mir ein, was gesehen zu haben. Ich will jetzt nicht lügen, deswegen, dass hier auch noch einen Aufsatz gibt. Der sieht aber relativ futuristisch aus, hier hinten mit so Dingern dran. Das hat der Kunde jetzt nicht gewollt. Also der hat nur das Paket jetzt erstmal so genommen und wartet mal ab, was noch für Teile kommen. Da hinten, auf das ist ja so, da bin ich immer richtig geil drauf. Also das ist so das Teil, glaube ich, was mir am meisten bockt. Und das, als ich das Auto das erste Mal gesehen habe, habe ich immer gesagt, das hier muss als allererstes drauf. Der kleine Heckspoiler da hinten wird auch schön draufgeklebt, dass er auch schön bei hohen Geschwindigkeiten hält. Also das Ding ist richtig satt verklebt, ist jetzt auch schon ausgehärtet, weil das Auto schon über einen halben Tag jetzt steht. Dass wir da alles schön noch ein paar Aufnahmen machen können und uns halt während der Aufnahme hier der Spoiler wegfliegt, das wäre nämlich auch nichts. Deswegen ist das Ding schon schön durchgehärtet. Haben auf jeden Fall den Heckspoiler und passend noch da hinten dazu haben wir hier noch den Heckdiffusor. Auch komplett einmal durchgehend aus Carbon. Geht jetzt hier unten noch relativ tief rein, wie der originale ja auch. Also haben wir einmal hier anfangend komplett hier hochgezogenes Carbon mit den vier Finnen da hinten rausstehend. Ja, ist ein cooles, dezentes Teil, würde ich sagen. Passt gut. Würde natürlich viel geiler ausschauen, wenn jetzt da schon die Aulitzki Exhaust drin wäre. Ja, an der Stelle nochmal Werbung für uns selber. Wer Bock hat auf die Aulitzki Exhaust, wir sind soweit durch. Ihr könnt schon mal quasi pre-ordern. Wir haben auch Special-Preise für die ersten Bestellungen, beziehungsweise man muss sagen, die ersten Bestellungen sind schon reingekommen. Kommt der nächste Kracher da hinten. Die ersten Bestellungen sind schon alle reingekommen. Ich bin da mega happy. Auch nochmal tausend Dank an die ganzen Kunden, die jetzt schon vorbestellen für das Auto. Downpipes wird es geben oder sind schon fertig. Die Abgasanlage ist gerade in der Fertigstellung. Werden dann wahrscheinlich auch ab Ende August ausgeliefert, wie es aussieht. Ja, wird auf jeden Fall gut. Ich hätte gesagt, so jetzt von den Carbon-Teilen, die wir jetzt angebaut haben, sieht das Auto auf jeden Fall schon mal deutlich anders da aus. Wenn man jetzt hier so hinschaut und nach drüben guckt, könnte man denken, auf jeden Fall, es fehlt schon irgendwas. Zumindest auf jeden Fall das Teil hier oben finde ich mega. Wenn man sich da einfach mal die zwei Heckpartien vergleicht und jetzt einfach mal hier hinschaut und dann einfach mal den krassen Vergleich hat, wenn man da rüber kommt und sich einfach mal das jetzt anschaut und das jetzt anschaut und ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt. Vielleicht kann man da mal so ein bisschen rüber filmen von da. Heftig, wirklich heftig. Also es ist wirklich krass, wie das Heck jetzt schon aussieht. Nur durch den kleinen Spoiler da hinten drauf. 100% anders. Also dann kommen auch, finde ich, diese erdrückten Lichter, die es jetzt hier irgendwie so zusammenquetscht in dem Heck, kommt das einfach da drüben viel besser zur Geltung. Ich finde es echt gut. Auch jetzt so der Seitenanblick, wenn man da drauf schaut, ist auch von dem Seitenanblick eigentlich relativ cool. Also es passt schon. Es ist wirklich ein, ja, ich würde sagen, ein schnelles, dezentes Tuning für das Auto mit den Teilen. Kommt eigentlich ganz gut. Werden auch demnächst bei uns im Shop erhältlich sein. Könnt ihr mal reingucken. Finde ich auf jeden Fall eine geile Geschichte. Was wir jetzt noch gemacht haben an dem M2, was wir jetzt im Video nicht gesehen haben, weil wir das schon neulich gemacht hatten, als wir die Anlage gescannt haben. Wir haben da jetzt schon 11 mm Spurplatten ringsum. Gibt es auch übrigens im Shop zu kaufen. Also wer ein fertiges Set haben möchte für sein M2 oder auch G80 natürlich oder G82 oder G83. Für die normalen Räder könnt ihr die Dinger gleich bei uns im Online-Shop bestellen. Link hauen wir euch da unten mit rein. Könnt ihr einfach mal reingucken, könnt ihr euch direkt bestellen, wenn ihr Bock drauf habt, zu euch nach Hause liefern. Aber nicht vergessen, wenn ihr die Spurplatten montiert, lasst die bitte mitwuchten mit dem Rad zusammen, dass es einfach am Ende sauber ausgewuchtet ist und ihr keinen Schlackern am Lenkrad habt oder irgendwelche unangenehmen Vibrationen am Sitz oder sowas. Deswegen wuchten wir die immer mit aus. Wer natürlich zu uns kommen will, einfach melden. Dann verbauen wir euch die Spurplatten oder auch die Carbonteile im Ganzen und wuchten natürlich die Platten auch mit. Ja, weiß nicht, ob man das sieht, können wir mal seitlich gleich reinfilmen, aber da ist das Rad natürlich jetzt hier schon, wenn man da schaut, deutlich weiter drin, als wenn man dann da drüben schaut, wo die Spurplatten mit drauf sind. Also vom Seitenanblick auch immer von oben runter kommt. Hier sieht man schon schön den Reifen rausschauen und da drüben verschwindet er. Also ich glaube, ja, ist immer schwierig zu erkennen auf der Kamera, aber wenn man jetzt so vor dem Auto steht, ohne die Tieferlegung bei beiden, sieht es schon mal ganz satt aus. Ich denke, krasser wird es auch, wenn wir erst tiefer legen. Dann wird man auf jeden Fall die 11 mm pro Rad richtig krass sehen. Jo, wir haben uns schon entschieden.
es geht mit den zwei Autos auf jeden Fall demnächst noch weiter. Da hat der Kunde vorhin schon gleich die nächsten Aufträge unterschrieben. Abgasanlage war eh klar. KW V3 kommt rein, das liegt auch schon auf Lager. Wir werden demnächst das KW noch umbauen. In unserem Fahrzeug wird es eine KW-Variante 4 geben. Müssen wir gucken, ob das noch da reinkommt oder ob das schon in den roten reinkommt, in den 2.0. Aber auf jeden Fall, wenn wir da einen coolen Vergleich machen zwischen V3 und V4, haut ihr mal in die Kommentare, was euch noch so interessiert. Ich denke, Fahrwerk ist ein großes Thema. Vielleicht kann man noch mal einen Vergleich machen zu nur Tieferlegungsfedern. Wenn wir bestimmt auch hinkriegen, da wird sich auch der ein oder andere Kunde mal melden. Dann kann man gucken, ob man irgendwie einen Vergleich zwischen Gewindefedern V3, V4 irgendwie machen, wo die Unterschiede liegen, wie sich die Autos fahren. Ansonsten hätte ich gesagt, danke fürs Zuschauen. Wir gehen jetzt noch kurz auf die Bahn, machen noch ein paar Bilder für euch und ein paar Videos. Viel Spaß beim Zuschauen. Danke, dass ihr dabei wart und wir sehen uns nächste Woche wieder. Servus!